Willkommen. Wieder mal ein Jahr vergangen. Ja, auch von mir herzlich willkommen hier zu unserem Vortrag. Und wir werden jetzt nicht lange hier rumreden, sondern wir fangen dann gleich dann mal mit den harten Fakten an, die wir hier zusammengesucht haben aus dem letzten Jahr. Genau, eins fällt mir auf, irgendwie ist der Raum größer geworden, habe ich das Gefühl. War da nicht eine Wand früher? Nee. Na egal. Ja, wir machen mal wieder einen kleinen Rückblick auf das letzte Jahr oder auf die letzten 12 Monate, sage ich mal, und versuchen mal ein bisschen aufzuarbeiten, was in der Technologie und in der freien Softwarewelt so alles passiert ist. Jetzt muss natürlich unser Trigger hier auch gehen. Ja. Wir machen natürlich aber nicht nur die Open-Source-Jahresschau wie jedes Jahr, sondern natürlich auch die freie Software-Jahresschau. Ja. So. Wir sitzen alle. Das Erste, um was es natürlich immer geht, auch letztes Jahr schon, ist Neuland. Ja. Was gibt es zum Neuland Neues? Auch eine Menge. Es wurde eine digitale Agenda vorgestellt. Wenn ich richtig informiert bin, kommt Open Source da nicht vor. Aber wir können ja vielleicht noch ein bisschen drauf hinarbeiten, dass dann wir auch in dem Neuland vorkommen sozusagen. Aber spannend kommen diese kleinen Sachen. Also die großen Sachen sind ja vielleicht gar nicht so das Wichtige, sondern die kleinen Sachen sind das, was zählt. Hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal dabei, aber es ist immer noch wieder was Neues passiert. Wer kennt dieses kleine Ding? Alle. Sehr schön. Wer hat so ein kleines Ding? Wer hat nur eins von den kleinen Dingern? Sehr gut. Meine Theorie ist ja, man hat immer so viele Raspberry Pi, man braucht immer so viele Raspberry Pis, wie man hat, plus eins. Ja? Also zumindest geht es mir so. Ja? Und ich glaube dir auch, weil draußen im Auto liegt, glaube ich, eins von dir. Ne? Ja, ganz neu. Und woran sieht man, dass es erfolgreich geworden ist? Man hat Nachahmprodukte. Und wer kennt das? Wer kann erkennen, was es ist? Na, mal reinrufen. Sehr gut, sehr gut. Aber weiß jemand den Namen? Ein Banana Pi, sehr gut. Gleiches Konzept wie der Raspberry Pi von einer Bildungsstiftung, nur in Malaysia, glaube ich, herausgestellt. Hat ein bisschen mehr Power und sozusagen ein Nachahmungsprodukt. Finde ich aber gut, sollte man begrüßen, je mehr Produkt mit Ergänzungen, ja, und er hat glaube ich, sogar eine Möglichkeit, eine Festplatte anzuschließen. Aber keinen freien Grafiktreiber sozusagen. Also je mehr Auswahl man hat, desto besser ist das natürlich. Da kann man dann aus dem reichhaltigen Sortiment das Richtige heraussuchen und das passende Stück für seine Hardware-Bastelei finden. Wer übrigens sich dafür noch ein bisschen interessiert und vielleicht noch ein bisschen mehr in die Hardware einsteigen will und das noch nicht kennt, der Arduino ist auch ein tolles Experimentierteil. Also da kann ich echt nur empfehlen, sich das mal auch anzugucken. Ja. Und der Arduino ist auch noch Open Hardware. Zu Open Hardware haben wir nachher noch was. Ja, was gibt's noch im Hardware- oder im Mobilgerätebereich? Das Firefox Phone. Hat jemand hier ein Firefox Phone? Wow, doch einige? Und zufrieden? Zufrieden? Ja. Und zum Telefonieren? Ja, das ist also auch meine Erfahrung. Ich habe auch so ein Keon hier. Ich finde es technisch ein extrem interessantes Gerät mit einem echt interessanten Konzept, auch für wie Anwendungen da drauf gemacht werden und so. Also ist schon eine tolle Sache. Ich glaube auch, dass es einen Markt findet, in so Entwicklungsländern zum Beispiel, könnte ich mir das gut vorstellen, oder so als Ersatz für so Feature-Phones. Also das, was Nokia gerade irgendwie mit der, wie heißt die Serie, Asha-Serie gerade eingestellt hat. Ich finde es ein echt interessantes Konzept. Und jetzt kommen auch tatsächlich mal das Keon. Ich weiß nicht, welches habt ihr? Habt ihr das Keon oder habt ihr ein neueres? Ah, ja genau. Das sind nämlich jetzt die neueren Geräte. Bitte? Ah, da kann man das Firefox drauf installieren. Also das Keon, das, was man auch hier auf dem Bild sieht, das ist tatsächlich eher für Entwickler gedacht. Das hat ungefähr eine Akkulaufzeit von 3,5 Minuten. Ja. Ja, aber einen auswechselbaren Akku, also man kann sich so eine Tüte Akkus mit rumschleppen. Für Entwickler aber schon interessant. Ja, äh, ich,
Ich glaube, so wie ich das hier gesehen habe, die Leute haben trotzdem einen ganz zufriedenen Eindruck davon. Also sie haben zumindest ein kleines Lächeln, als sie jetzt hier das gesehen haben und wir darüber gesprochen haben. Weil Lächeln hat ja auch was damit zu tun, was jetzt kommen wird. Ne? Ja. Hätte mal die Vertretung aus dem Neuland ein Open-Source-Telefon benutzt. Hat hier irgendjemand ein BlackBerry-Telefon? Ja, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der eins hat. Ja, aber ich glaube, aber Angie hat jetzt auch keins mehr, ne? Naja. Erzähl mal, was da passiert ist. Na gut, das Merkel-Phone ist an BlackBerry verkauft worden, sozusagen. Genau. Sieht. Also nicht das eigentliche Telefon von ihr, sondern der Laden, der das baut. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob dieses Bild entstanden ist an dem Tag, als diese Nachricht rausgekommen ist. Aber zumindest scheint das nicht so auf Gegenliebe gestoßen zu sein. Ich glaube, das ist ein Foto von der Cebit. Ich bin mir aber nicht sicher, ob von diesem oder vom letzten Jahr, wo es auch um sichere Telefoninfrastrukturen ging. Und ich glaube, das war einfach ein guter Schnappschuss. Der passt auch irgendwie. Ja, also BlackBerry hat halt die Firma übernommen, die das sichere Telefon für Kabinettsmitglieder gebaut hat. Und jetzt haben die ein Problem. Ich weiß aber gar nicht so genau, zu was das jetzt geführt hat. Haben die jetzt ihre Telefone alle weggeworfen oder? Ja, teilweise, nicht von allen Kabinettsmitgliedern. Es gab noch so ein paar supersichere, die waren dann nicht von BlackBerry. Aber das wäre alles irgendwie besser gelaufen oder anders gelaufen, ne, wenn man auf Open Hardware setzen würde und einfach sagen würde, jo. Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung, die es da gibt. Nachdem wir jetzt hier mit dem Open Source und Open freier Software schon ganz gute Erfolge vorzuweisen haben, fehlt ja noch so ein bisschen die Hardware. Und da gibt es jetzt auch schon die ersten zarten Pflanzen sozusagen, die entstehen, wo man sehen kann, dass es nach vorne geht und dass es weitergeht. Es ist jetzt natürlich nicht so einfach wie bei der Software, wo man sich hinsetzen kann und einfach mal 25 Zeilen Quellcode runterschreibt und dann schaut, ob das funktioniert. Also ich weiß nicht, wer hat eine eigene Chipfabrik zum Testen? Keiner. Das ist ja natürlich ein bisschen überraschend, oder? Ja, außerdem muss man natürlich auch bei Open Hardware ein bisschen aufpassen. Es gibt natürlich da ganz, ganz viele Sektoren oder Bereiche, wo es ganz schnell proprietär wird. Also mal als Beispiel, der Arduino, wer sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat, das ist ja eigentlich gar nicht so viel Elektronik auf dieser Platine beim Arduino. Das ist ja eigentlich im Wesentlichen so ein Atmel-Mikroprozessor mit einem Quarz drumherum und das war es eigentlich im Wesentlichen schon. Ja? Also wer ist da ja nicht drauf? Der Atmel-Mikroprozessor selbst, also obwohl der Arduino selbst als Open-Hardware gilt, ne, der Atmel-Mikroprozessor ist natürlich keine Open-Hardware in dem Sinne, sondern ein Mikroprozessor von der Firma, die herstellt. Und das Drumherum ist jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, keine so wirklich große kreative Leistung. Ich würde eher sagen, dass sozusagen die Vermarktung da eine große kreative Leistung ist. Aber so ist es halt bei Hardware. Das ist halt ganz, ganz durchsetzt von proprietärer Technologie. Ja. Ja gut, aber hier geht es darum, dass die Firma Facebook irgendwie Switches und Google ist auch damit dabei, also die Hardware für Switches und Router und so weiter spezifiziert hat, um hier einen Markt zu schaffen, um hier auch ein bisschen Wettbewerb reinzubekommen. Ja, was gibt's eigentlich hier von unseren zwei Zaungästen, die jedes Jahr dabei sind, Neues? Weißt du was Neues? Was gibt's Neues? Ja, ich glaube, die sind beide nicht mehr dabei. Ja, ich glaube, Stephen Elop ist noch dabei, oder? Also Stephen Elop ist, glaube ich, noch bei Microsoft, wieder zurück in seinem alten Job. Nachdem er irgendwie schön irgendwie die freundliche Übernahme irgendwie organisiert hat. Steve Ballmer ist jetzt letzte Woche dann endgültig ausgeschieden. Ja. Da haben wir noch, glaube ich, eine andere Folie, oder? Da haben wir noch eine andere Folie. Was aber noch bei Nokia so passiert ist, die haben tatsächlich ein Android-Telefon rausgebracht dieses Jahr oder letztes Jahr. Ich habe mir das angeguckt auf dem Linux-Tag, beziehungsweise auf der Droidcon. Es stand da so ein bisschen rum, wie gehört nicht dazu, müssen wir aber irgendwie präsentieren. Ja, und vor allem, ich konnte das am Anfang gar nicht glauben, weil das passt ja irgendwie total in die Strategie von Nokia beziehungsweise von Microsoft. Aber die haben sehr viel Liebe ins Detail in die Oberfläche reingesteckt und sieht auf den ersten Blick gar nicht aus wie ein Android-Telefon. Ja, sieht aus wie Windows Phone. Ne? Also benutzt sich auch wie Windows Phone. Also
laufen nur nicht die Apps von Windows Phone drauf. Interessanterweise laufen jetzt mehr Apps drauf, aber naja. Aber man hat irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe auch mal ein bisschen geredet mit den Leuten auf dem Droidcon von Nokia, die da standen. Und gut, die machen da im Prinzip immer so ein bisschen verlorenen und depressiven Eindruck. Aber so richtig glücklich. Ich habe irgendwie hat man so das Gefühl, das haben die irgendwie gestartet, bevor sie von Microsoft irgendwie übernommen wurden. Und dann wurde es halt noch bis zum Ende durchgezogen. Und dann irgendwie 3 Monate nach Release direkt schon wieder eingestellt. Ja, also gibt's nicht mehr. Ja, okay, stimmt. Naja, ich glaube, das Asha hat doch auf S60 basiert, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Ne? Ja, es kam mir die ganze Zeit oder die letzten Jahre immer geredet darüber, über Linux auf dem Desktop und Linux auf dem Mainstream sozusagen. Wir haben mal ein bisschen gerechnet und mal ein paar Statistiken abgerufen von Gartner zum Beispiel und mal ein bisschen zusammen addiert. Und es sind irgendwie mittlerweile zu dem, also wenn man mal guckt, ja, ausgelieferte PCs in 2013. Und zwar global sind ungefähr 315 Millionen Stück. Also PCs sind in dem Fall Notebooks und Desktop-PCs zusammen. Es sind keine Server und so weiter berücksichtigt, aber Server sind auch gesucht. Also alle PCs und PC-Formate 315 Millionen Stück. Android-Aktivierung in 2013 900 Millionen. Ja. Und iPads und iPhones wurden verkauft 103 Millionen. Das bedeutet, dass 70% der computermäßigen Geräte, die irgendwie hier auf dem Planeten rumspielen und gerade in Operation sind sozusagen, haben einen Linux-Kernel und laufen mit einem Linux-Kernel. Das ist schon ganz schön krass, ja? Wenn man mal irgendwie so zurückdenkt an unsere Anfänge, so vor 15 Jahren, 20 Jahren, so im Linux-Tag, so im ersten, zweiten Linux-Tag, wo wir damals so verloren da gesessen und alle ausgelacht wurden die ganze Zeit. Ja, da war immer die Forderung, wir müssen den Microsoft-Anteil von 99,9% irgendwie mal auf 95% runterbekommen, damit man irgendwie mal eine Chance hat, relevant zu sein. Aber das ist schon eine Zahl, die spricht schon für sich. Und wer kennt den Spruch noch? Linus Torvalds. Die man bekommen hat, wenn man mit einem Programm, das man heute auch nicht mehr kennt, mit Finger den Account von Linus Torvalds in Finnland anschauen konnte. Finger kennt, glaube ich, wirklich nicht. Ja, sage ich doch. Ja. und dann stand dann da World Domination Fast. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, ist das nicht mehr, zumindest in Teilen, nicht mehr lange hin. Wenn man jetzt noch irgendwie die iPads und iPhones dazu zählt, weil das ja in irgendeinem Bereich ja auch irgendwie zumindest einen großen Anteil Open Source Software enthält, dann ist hier der Anteil von Open Source Software natürlich noch viel größer. Ja, was macht unser Freund von Microsoft derzeit? Ja, hat ein Basketball-Team gekauft. So, also kleine Ruhestands Aktion, ich kann mir ungefähr vorstellen, jetzt passt wahrscheinlich auch sein Monkey Run über die Bühne. Kommt jetzt viel besser bei so einem Spiel, ja. Unterstützt von Cheerleadern. Kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Okay. Ich stelle mir gerade Steve Ballmer mit so Pompoms vor irgendwie. Naja, gut. Jetzt sind wir bei Personalien. Was gab es denn noch für coole Personalien, Olli? Es gab da so einen kleinen Skandal. Ja, es gab einen neuen Chef von der Mozilla Corporation und dann hat er sich ein bisschen ungeschickt in den öffentlichen Medien geäußert und dann war er auch wieder weg und wurde dann ersetzt durch, kann ich jetzt nicht lesen. Chris Beer, genau. Seitdem, von ihm habe ich bisher noch gar nichts gehört, ist er wahrscheinlich auf Nummer sicher gegangen. Brandon Eich übrigens, der sich da ein bisschen ungeschickt verhalten hat, ist übrigens einer der Erfinder von JavaScript, hat sich da auch ein bisschen ungeschickt verhalten. Mehr dazu gibt es übrigens in meinem Vortrag morgen über, wie man JavaScript entwickelt, ohne verrückt zu werden. Okay. Ja, also der war irgendwie 2 Monate dran oder so und dann gab es so ein bisschen PR dazu, ein bisschen Whistleblowing auch von den entsprechenden Artikeln, die da irgendwie, oder irgendwelchen Spendenquittungen, die da irgendwo rumgelaufen sind und so und naja, ich meine es natürlich, wenn man so eine offene Organisation führen will, ist es natürlich irgendwie bescheuert, irgendwie sowas zu machen. Ja. Na gut. Eine andere Personalie, gerade vor kurzem, ist John O'Bacon, ist von Canonical weggegangen.
Kennt jemand Jono Bacon oder weiß, wer das ist? Einer, ja, das ist der Community Manager von, oder war der Community Manager von Canonical. Ja, interessant ist, wo er hingegangen ist. Er ist hingegangen zu der XPRIZE Foundation. Und weiß jemand, was die XPRIZE Foundation macht? Ja, genau. Und da ist uns, als wir das gelesen haben, gleich eine Assoziation gekommen. Ja, also macht da einen Weltraum und macht da einen Weltraum. Mark Shuttleworth, wer das nicht weiß, war ja der erste Afrikaner im Weltall. Das hat er bei uns damals auch irgendwie sehr, sehr plakativ immer irgendwie rausgelassen. So jede zweite Folie auf dem Linux-Tag, als er da war mit der Keynote, war irgendwie Mark in Space. ja. Mal gucken, was draus wird aus XPRIZE. Ich habe gerade gestern gelesen, heute Morgen habe ich gelesen, irgendwie wieder eine Rakete explodiert. Von der XPRIZE Foundation? Ja, ja. Oh. Also, naja. Ja, jetzt gibt es noch was Neues, und zwar Windows XP wird eingestellt, oder gibt es nicht mehr, gibt es keinen Support mehr für. Berlin und Brandenburg haben es irgendwie verpennt. Nee, warte mal, Berlin und Nordrhein-Westfalen haben es verpennt, oder? Niedersachsen. Das hier nicht mehr Niedersachsen. Ja. Nordrhein-Westfalen hat es mal nicht verpennt, auch außergewöhnlich. Könnte man eigentlich extra auf die Folie schreiben. ja, die haben sie dann tatsächlich zu Microsoft gegangen und haben denen Geld geboten dafür, dass sie den Support verlängern. Ja. Total gut. Also, stellt sich mir natürlich die Frage, wie man sowas verpennen kann. Na gut, man hat das so lange lieb gewonnen und im Einsatz und dann hat man gar nicht mehr darauf geachtet, was dann da so passiert. Ja, wurde ja auch nur 2 Jahre vorher angekündigt, da ist das ja gerade von einem Büro ins andere gewandert. Also, aber ich finde es schon echt witzig, irgendwie dann zu sagen, hier, lieber Großkonzern, wir geben euch beliebige Piles of Money. Hauptsache, ihr beschäftigt noch ein paar weitere Jahre irgendwie ein paar Supporter, die sich mit diesem uralten Quellcode irgendwie rumschlagen. Naja, und da haben wir ein bisschen gegoogelt und haben mal geguckt, was es irgendwie so an passenden Zitaten gibt. Ja, und ja, sie haben es tatsächlich geschafft, die machen es auch so weiter, ja, super. Otto von Bismarck hat gesagt, wenn die Welt untergeht, so ziehe ich nach Mecklenburg, denn dort geschieht alles 50 Jahre später. Ja. Was ein guter Spruch ist, passt natürlich auch auf Berlin jetzt. Ja. Siehe Flughafen, genau. Ich bin also Teilzeit-Berliner und die machen sich da echt lustige Sachen mit. Also ich habe letztens irgendwie im Supermarkt irgendwie eine Postkarte gesehen, wo Ulbricht drauf abgebildet war. Und unten drunter stand der Spruch, niemand hat die Absicht, einen Flughafen zu öffnen. Niemand hat die Absicht, Windows XP zu ersetzen. Ja, weiß ich nicht. Also die, ja, könnte sein. Die stürzen immer mit so Bluescreens ab, habe ich schon mal gesehen. Ich habe noch nie einen Wahlautomaten. Ja. Ja, digitale Agenda ist jetzt auch rausgekommen. Letzte Woche war da irgendwie ganz viel Presse dazu, auf Netzpolitik auch und sowas. Und Netzpolitik hat auch ein lustiges Bild gepostet, vielleicht hat es jemand gesehen, was ziemlich gut, finde ich, ausdrückt, wie die Kompetenz, die Internetkompetenz der Bundesregierung ist. Also sie haben einen Brief geschickt bekommen. Ja, mit, da muss man natürlich, heutzutage muss man Facebook-Link und Twitter-Link und so weiter angeben. Also tippen Sie bitte hier auf das Papier und es öffnet sich ein neues Browserfenster. Ja, also, oder vielleicht bedeutet das ja, dass Sie demnächst von YouTube übernommen werden oder so, ich weiß es nicht. Ja, ja, weiß ich nicht. Schon lustige Sache. Ja. Also wer sich das mal durchgelesen hat mit der digitalen Agenda, ganz, ganz viele Seiten, wahrscheinlich ganz, ganz teuer zu bauen, mit ganz, ganz viel Rumgelaber und mit ganz, ganz wenig Inhalt. Ja. Das nächste war, was ist noch passiert? Es gibt ein neues Gerät. Ja. Das ist natürlich ein Highlight, was rausgekommen ist. Es gibt ein neues CREP und wenn ich erstmal die Frage, wer benutzt denn hier CREP überhaupt noch? Wer weiß denn, was CREP ist? Oh, alle, alle. Oh, wow. Also es hat mich echt überrascht, ich fand die Funktion war perfekt und ich dachte wirklich, hat mich echt überrascht, als ich gelesen habe, dass hier eine neue Version rausgekommen ist.
Wenn man dann in den Changelog reinschaut, wird man ein bisschen mehr runtergeholt. Von den neuen Funktionalitäten ist da eigentlich nicht so viel drin. Es gab ein paar Bugfixes drin, aber schön, dass hier solide Werkzeuge noch weiterentwickelt werden. Dann aber nochmal Danke an die, die das hier zur Verfügung stellen. Also ich finde es echt faszinierend. Ja, ich meine, dass für so ein altes Produkt, ja, noch tatsächlich auch Leute wirklich aktiv dran arbeiten und sich auch Gedanken darüber machen, da neue Features einzubauen. Also es sind schon ein paar neue Features dazugekommen, ja, es sind noch ein paar Bugfixes und so, aber es ist schon ziemlich faszinierend, ja, das, ja. Kontrast sozusagen zu XP. Ja, was gab's bei Software noch? Benutzt jemand hier TrueCrypt? Benutzte jemand TrueCrypt? Nochmal, benutzt hier jemand TrueCrypt? Okay. Benutzt jemand noch TrueCrypt? Ja, also TrueCrypt ist irgendwie den plötzlichen Tod gestorben. Die Entwickler haben ganz plötzlich so von einem auf den anderen Tag auf ihrer Website irgendwie einfach alles gelöscht und geschrieben, TrueCrypt wäre nicht mehr sicher und die Leute sollten doch bitte zu einem Microsoft-Produkt umsteigen. Zu einem Close. Genau. Ja, es gab da so ein paar Hinweise. Es gab auch gleichzeitig eine Security-Evaluierung, die positiv ausgegangen ist. Seltsame Vorgänge, ja. Also und was mich da eigentlich weniger irritiert ist, oder was mich eigentlich mehr irritiert, ist weniger diese Sache mit der Security oder vielleicht, dass die NSA da so ein National Security Letter geschrieben hat oder sowas, sondern mehr, wie danach damit umgegangen wurde. Ja? Also man kann natürlich irgendwie so in der Anonymität irgendwie Software entwickeln. Ich finde es nicht gut. Ich finde es auch bei den Bitcoin-Sachen irgendwie nicht gut. Ja, also ich finde, wenn man irgendwie eine vernünftige und eine Software bauen will oder auch ein Konzept bauen will, Bitcoin, die das auch irgendwie eine breite Akzeptanz erreichen soll, dann sollte man bitte auch mit seinem Namen da stehen und auch mit der Verantwortung damit stehen. Und das tut weder das Team von TrueCrypt noch das Team von den Bitcoins. Ja, und das finde ich einfach schlecht. Die interessante Frage noch bei dem TrueCrypt ist, der Quellcode ist verfügbar, das Team weigert sich aber, die Lizenz zu ändern, zum Beispiel auf Apache oder sowas, was auch irgendwie total unbegreiflich ist, finde ich. Finde ich auch irgendwie auch bescheuert. Ja. Andererseits sage ich mir, die sind anonym, man erreicht die nur über seltsame E-Mail-Kanäle, beziehungsweise man weiß ja nie so genau, ist das wirklich der, mit dem ich da jetzt rede und der ich jetzt, also der Typ, der gesagt hat, wir ändern die Software nicht, ist es wirklich der, der auch die Software geschrieben hat? Keiner weiß das, ja. Also ich bin ja der Ansicht, das ist überhaupt kein Problem. Wo kein Kläger, da kein Richter, ich würde die Software einfach nehmen und unter MIT wieder relizenzieren, fertig. Wenn sie da was wollen, sollen sie doch irgendwie bitte raus in die, aus der Anonymität raustreten und klagen. Also ich hätte da gar keine Diskussion gemacht. Naja, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig, das Ganze, wie das gelaufen ist. Und wir haben auch im Vorfeld hier ein bisschen versucht zu recherchieren und eigentlich ist da keinerlei Informationen zu finden, die gesichert sind. Und das macht natürlich schon ein bisschen ein schlechtes Gefühl, weil das ist ja schon eine Software, wo man sich drauf verlässt. Und qualitativ scheint die ja gar nicht so schlecht zu sein, weil bisher sind die das überprüft haben, noch zu keinem schwerwiegenden Fehler sozusagen an die Öffentlichkeit gekommen, aber das Ganze drumherum, als ich das zuerst mal gelesen habe, dachte ich, Mann, da sitzen irgendwie 17- bis 18-jährige College-Studenten oder Highschool-Absolventen und die finden das alles ganz cool, aber was da jetzt wirklich passiert, man weiß es halt nicht und das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja, ein anderes großes Thema, was jetzt irgendwie auch in letzter Zeit gar nicht mehr so durch die Presse ging, obwohl es noch immer ein großes Problem ist in vielen Serverinstallationen, ist Heartbleed. Also ein schwerer Bug in den SSL-Bibliotheken, der dazu geführt hat, dass da potenziell halt tatsächlich von außen Server korrumpiert werden können und Daten, die im Speicher vorhanden sind, abgezogen werden können. Unter Umständen sind das dann halt auch Passwörter und SSL-Daten und ähnliches. Das hat eine ziemliche Pressewelle gemacht vor ein paar Monaten. Insbesondere hat es, und das war eigentlich das Gute daran, es hat tatsächlich dieses Thema IT-Security auch mal wirklich in die breiten Massenmedien getragen. Also wenn man hier mal guckt, auf die Daily Mirror ist wirklich so ein Bild-Zeitungsmäßiges Blatt in England. Das hat tatsächlich auf der Titelseite gehabt, bitte jetzt alle mal eure Passwörter ändern. Das ist schon, ich glaube, hat in gewisser Weise auch einen Verdienst, das Ganze. Das ist so Daily. Ja, also das, insofern ist das schon eigentlich auch eine gute Sache, dass das Ganze mal ein bisschen in die Öffentlichkeit gekommen ist.
Ja gut, das hat eigentlich zwei Sachen gezeigt. Also erstens, dass freie Software natürlich auch Fehler haben kann. Da hat ja niemand bestritten. Und das Zweite, was das gezeigt hat nach diesen ganzen Snowden-Veröffentlichungen, hat man sich natürlich das Ganze mal genauer angeschaut. Die Frage ist, warum hat man sich das vorher nicht genauer angeschaut? Aber man hat es sich genauer angeschaut und man kann es sich bei freier Software eben genauer anschauen. Und das macht doch ein ganz gutes Gefühl, dass es dann immerhin noch ein paar Leute gibt, die auch die Fähigkeiten haben, da reinzugucken und das dann zu finden. Die Möglichkeiten hat man und die sollte man ja eben auch nutzen. Und vielleicht sollte man auch eine Frage oder eine Anmerkung. Okay. 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 War das verständlich oder soll ich das nochmal wiederholen? Gut, also das war ein sehr wertvoller Hinweis, dass nicht alle SSL-Versionen, OpenSSL-Versionen hier betroffen waren, sondern erst ab einer bestimmten Version. Und wenn man eine zu alte Version eingesetzt hat, hat man natürlich das große Glück gehabt, dass man nicht betroffen gewesen ist davon. Und das Zweite ist, die Amerikaner haben das rund um die Uhr im Kern sehen, in den 5 Minuten Nachrichten die ganze Zeit wiederholt. Es war immer Sport, Sport, Autounfall, Essen, Sport, Sport, Autounfall, Essen. Ich glaube, Autounfall, das kann ich nicht meinen, aber so eine Kanzel. Okay. Wurde dann auch auf die bösen Deutschen dann drauf gehackt, weil derjenige, der das reingebracht hat, war ja sozusagen hier ein Landsmann von uns. Okay. Die Systems-Leute gehören nicht zu uns. Ja, anderes Thema, ganz anderes Thema. Fridos, 20 Jahre Fridos dieses Jahr. Auch da habe ich mich gefragt, was gibt's denn da noch weiter zu pflegen und abzudaten? Und wenn man sich dann mal anschaut, das letzte Release ist jetzt rausgekommen, also jetzt nach 20 Jahren, und das vorletzte ist, wer tippt mal, wann wurde das Release vor dem, was jetzt rausgekommen ist, veröffentlicht? Vor 5 Jahren. 5 Jahren ist nicht schlecht, aber leider falsch. 10 ist auch ein bisschen zu weit. Wie wär's mit dem Mittelweg dazwischen? Nein, vor 6 Jahren. Also 5 Jahre war schon wirklich gut. Und da muss man sagen, ich habe das gelesen, dass es das jetzt nach 20 Jahren wieder rausgegangen ist. Mir fehlte im Moment der Einsatzfall dafür. Also, was? Siedler 2. Ich glaube, GOG.com, Good Old Games, die rappen dir die ganzen alten Sachen aus den 90ern in 5 Euro Download. Ja, also DOSBox wird ganz oft mit FreeDOS benutzt oder eigentlich ausschließlich mit FreeDOS benutzt. In der Tat, habe ich eben noch gehört, so Kassensysteme und sowas. Ja, also das gilt im Prinzip für, ich kenne das aus meiner eigenen Praxis, so Fachsysteme in zum Beispiel ERP-Systeme, so uralte oder sowas. Also ich kenne einen Kunden, der benutzt tatsächlich noch so VT100-Terminals. Da ist jetzt kein FreeDOS drauf, aber das ist ähnlich alt. Also das, glaube ich, ist doch noch in weiten Teilen im Einsatz. Und da schließlich gibt es für FreeDOS noch Updates, für MS-DOS irgendwie. Ja. Wobei, das habe ich auch schon mal gehabt, tatsächlich, dass ich ein neues Notebook ohne Betriebssystem bekommen habe und da war halt irgendwie ein FreeDOS drauf, wenn man es eingeschaltet hat. Ja, da denke ich mir aber auch, hätte man auch irgendwie einfach so ausliefern können. Aber dann ist das wieder so, also ich meine, so ohne Betriebssystem, dann kann ich mir vorstellen, dass die Hälfte der Leute, die das Notebook dann bekommen, aufmachen und da steht irgendwie kaputt, ja, kein Betriebssystem. Dann schicken die es wahrscheinlich zurück und sagen, hier, defekt, ein Ersatzgerät bitte. Ja. Also solange man nicht tippen kann, ist irgendwas an der Hardware kaputt. Ja, was haben wir noch? Aktuell The Hottest Girl in Town. Ganz, ganz heißes Projekt, wird ganz, ganz oft referenziert, wenn man irgendwie sagt, was ist irgendwie das tollste Open-Source-Projekt, was es im Moment gibt. Richtig, da habe ich schon gehört, bevor ich die Folie gemacht habe. Ich traue mich hier gar nicht zu fragen, benutzt jemand hier Docker? Kann jemand erklären, was Docker macht? Keiner kann erklären, was Docker macht? Genau.
Also wer Linux-Containers kennt, das ist die unterliegende Technologie. Ich kenne mich jetzt auch nicht hundertprozentig damit aus. Das ist so eine Pseudo-Virtualisierung, die den Vorteil hat, dass also dass man keine komplette Virtualisierung hat und damit die entsprechenden Anforderungen an Speicher und CPU und so weiter hat, sondern das ist so eine, man teilt sich das Betriebssystem. Sowas, ich würde es immer, ich sag mal, das ist so ein wenn man irgendwie auf der einen Seite irgendwie Change Root hat und auf der anderen Seite so ein richtiges VM-Image, dann ist in der Mitte irgendwo ist Linux-Containers. Ja? Und Docker ist ein Modulsystem dafür, mit dem man die Sachen dann packagen und deployen kann und sowas. Und das ist ein echt cooles Ding. Damit kann man wirklich tolle Sachen machen, so ganz schnell auch programmatisch, also über eine API dann irgendwie mal schnell irgendwie einen neuen Dienst hochfahren oder neue Pseudo-VM hochfahren und das dann halt auch an irgendwelche Services-Ketten. Wir haben bei mir in der Firma demnächst auch was auf der Agenda stehen, um sowas zu machen. Also das finde ich auch eine coole Sache. Ja. So, noch ein Jubiläum. Sehr, sehr schöner Geburtstagskuchen für auch ein sehr wichtiges Projekt. Willst du dann nochmal was dazu erzählen? Kann man das erkennen, was da auf dieser Karte, auf dieser Torte abgebildet ist? Ich habe es im ersten Moment gedacht, die ist aber hässlich. Aber es ist eine Landkarte, also 10 Jahre OpenStreetMap. Ja. Das. Bitte? Passau feiert 10 Jahre OpenStreetMap. Achso, die Karte, ja, keine Ahnung. Wir haben einfach nach 10 Jahren OpenStreetMap gesucht und da kam das Bild und das hat ganz gut gepasst. Ja. Das ist Passau. Das ist ein, also ich finde, wenn man irgendwie zwei Projekte, die den Open-Source-Geist am meisten irgendwie transportieren und auch für Normalmenschen transportieren, würde ich immer Wikipedia und OpenStreetMap nennen. Also OpenStreetMap ist wirklich toll. Also leider gibt es noch nicht so richtig die Programme, finde ich. Also ich vermisse immer noch so ein richtig schönes Navigationssystem, was funktioniert, was man benutzen kann und was qualitativ den Karten hier entspricht, die wirklich hochqualitativ sind. Aber da gibt es wirklich tolle Geschichten, was mit diesem OpenStreetMap hier verbunden sind. Ich habe mir da von dem Verein, die haben solche kleinen Tracker da zur Verfügung gestellt und die konnten mal an Grundschulen ausleihen. Und da sind Grundschüler durch ihr eigenen Bereich, durch den Wohnort gegangen und konnten im Erdkunde- und im Geografieunterricht sozusagen selbst praktisch erfahren, wie es bedeutet, wenn man hier am Ende so ein Kartenmaterial erstellt hat. Und das ist wirklich so einfach, dass das schon Grundschüler hinbekommen und die hatten eine Menge Spaß daran und das zeigt so ähnlich auch wie mit dem Raspberry Pi, dass man nur die richtige Transportmöglichkeit finden muss, um auch Schüler und Schülerinnen dafür zu begeistern, hier mitzumachen. Und das ist ein riesiges Reservoir an fähigen, intelligenten, nachrückenden, motivierten Leuten, die auch dann richtig gut ausgebildet sind. Und das ist echt krass, dass es schon 10 Jahre sind. Also hätte ich nicht gedacht. Also wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich gedacht, naja, OpenStreetMap kenne ich jetzt seit 3, 4, 5 Jahren vielleicht. Ja, aber gibt es tatsächlich schon 10 Jahre. Noch eine Personalie. Wir hatten vorhin den Spruch von Linus Torvalds, World Domination Fast. Ja, es gibt noch einen ganz, ganz berühmten anderen Spruch in der Geschichte von Linux oder vom Linux-Kernel. Der kam von diesem Mann hier. Weiß jemand, wer das ist? Richtig, Andrew Tenenbaum. Das ist der Entwickler oder der Vater von Minix. Das ist auch ein Unix-artiges Betriebssystem und ist als Lehrbetriebssystem ausgelegt gewesen oder ist als Lehrbetriebssystem ausgelegt für Studenten, die daran halt Betriebssystemtechnologien und Entwicklung von Betriebssystemen ausprobieren können. Und der hat damals sich mit Linus Torvalds ein bisschen angelegt und hat irgendwie geschrieben, den berühmten Satz, Linux ist obsolet. Warum haben wir das auf der Folie? weil er angekündigt hat, dass er sozusagen seine Lehrtätigkeit aufgibt. Und ich finde, Andrew Tannenbaum hat natürlich mit Sicherheit eine Menge dazu beigetragen, dass Linux ein großer oder freie Software ein großer Erfolg geworden ist, weil die ersten Versionen von Linux sind auf Minix entstanden, kompiliert worden und durch den Druck von freier Software und dem Erfolg von
von Linux, Linux hat man natürlich jetzt auch Minix 3 unter einer vernünftigen Lizenz. Das war ja das Problem am Anfang. Hatte nicht so eine richtig freie Lizenz, aber mit Minix 3 hat man jetzt auch eine vernünftige Lizenz. Das ist gut dokumentiert, man kann sich das anschauen. Ist halt ein bisschen nicht so verbreitet. Das stimmt. Und genau. Und da muss man also Ehre wem Ehre gebührt, großartige Leistung hier gewesen. Und da muss man auch nochmal sagen, genau wie die großen Projekte wie Debian und sowas, ist das hier ein wichtiger Meilenstein gewesen, der eben zu dem Erfolg von freier Software beigetragen hat. Ja, wir hatten jetzt schon ganz viel über Behörden. Eine Neuigkeit aus England oder aus Großbritannien, die haben das Open Document Format als Standard erhoben. Ja, das ging durch die ganze Presse durch, großer Erfolg. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Selbe Ankündigung, selber Inhalt, 5 Jahre alt, hat leider nicht so viel gebracht. Also da drücke ich jetzt mal den Briten die Daumen, dass das mehr Erfolg hat. Also hat ein bisschen was gebracht, weil ich weiß, dass ich bin ja auch so ein Querkopf bei uns in der Firma. Ich kriege immer die ganze Zeit Excel- und PowerPoint-Dateien geschickt und schicke immer Open-Document-Dateien zurück. Und habe immer gedacht, das ist sowas Bizarres. Da denkt man, man macht irgendwas, damit die Leute irgendwie begreifen, dass das alles scheiße ist und so. Ja. Aber dann habe ich irgendwann rausgefunden, die wissen das gar nicht. Weil die Jungs irgendwie bei uns im Vertrieb, die klicken einfach auf die Datei und Microsoft Office öffnet die OpenOffice-Datei einfach. Ja. Und die merken nicht mal, dass sie jetzt nur ODF-Datei bearbeiten. Ja. Also wahrscheinlich würden sie es merken, wenn sie irgendwie sich damit auskennen würden, aber sie klicken halt auf die Datei in der E-Mail und dann öffnen sich die. Das heißt, meine ganze versuchte pädagogische Einwirkung verpufft an der Stelle. Finde ich jetzt irgendwie ganz schön schlecht für sowas. Ja. Ich finde, die sollten einfach kriegen, kann ich nicht öffnen. Na gut, aber vielleicht muss ich jetzt doch mal meine Aussage von eben ein bisschen relativieren, hat vielleicht doch was gebracht, zumindest, dass man dann im Microsoft Office dann ein ODF öffnen kann, hat dann diese Sache hier gebracht. Und jedem mussten klar sein, man kann an deutsche Bundesbehörden ODF schicken und laut diesem Beschluss müssten die in der Lage sein, das zu öffnen. Wie das auch immer geht, bleibt denen überlassen, aber theoretisch müssten die in der Lage sein, das zu öffnen. So, was ganz Neues, was gerade letzte Woche passiert ist oder vorletzte Woche. Da musst du auch was zu sagen, Dimux? Ich? Wieso muss ich dazu was sagen? Kannst du auch was dazu sagen? Ich? Ich bin nur sauer bei. Ja, gut. Genaues weiß ich dazu aber allerdings auch nicht. Also ich weiß nur das, was ich da gelesen habe. Scheint ja so zu sein, als ob die Sekretärinnen nicht mit dem Linux zurechtkamen. Aber was dann da so richtig passiert, muss man... Stimmt. Nein, nicht das Telefon hat, die Bestellung des neuen Telefons hat einfach zu lange gedauert. Und ja, das geht dann schneller, wenn man das richtige Telefonbetriebssystem hat. Ja, vielleicht, ich meine, die haben ja jetzt so einen Supportvertrag für Windows XP wieder, ja. Im Keller noch die alten Kisten stehen. Vielleicht holen sie die einfach wieder raus. Ich weiß nicht. Ja? Ah, okay. Ja gut. Okay, ja. Also jetzt, wenn man bei aller lustigen Sprüche, die wir jetzt hier drüber reißen, mal an das Kern des Problems kommt, dann hat man das Problem. Es fehlt so ein bisschen die steuernde Firma hinter oder die steuernde Kraft hinter dem Linux-Desktop. Ich kenne keine einzige Firma, die sich den Linux-Desktop als Produkt auf die Fahnen geschrieben hat, und auch die ganzen Großen wie Canonical, Red Hat, SUSE, die konzentrieren sich alle auf die Cloud oder auf die Serverbetriebssysteme, und da läuft das auch einigermaßen. Aber den Desktop hat aber keiner als Markt, und den Desktop...
Okay. Das ist aber keine zentrale Produktstrategie sozusagen. Ja gut, aber das ist natürlich schon, es fehlt so ein bisschen die Steuernde, wo man jetzt sagt, okay, wir brauchen noch Entwicklungsleistungen an diesem Punkt, an diesem Punkt, an diesem Punkt. Oder was sind die Probleme? Also ein Produkt gibt es. Also ich habe ja auch Linux auf dem Desktop und ich benutze das ja auch. Geht. Da haben wir noch eine Frage. Okay. Da fällt mir nur ein, also Dell hat ja irgendwann mal angekündigt, dass sie 2 Jahre die Hardware gleich lassen auf ihren Laptops. Außen, das Gehäuse. Ja, ja. Wollte ich sagen, haben sie nicht geschafft. Diese Ankündigung blieb als leere Worthülse stehen, konnten sie nicht liefern, weil sie selbst 2 Jahre nicht die Bauteile bekommen haben, um da rein das zu haben. Das ist natürlich ein Problem, ja. Ist natürlich die Frage, ob man jetzt hier pausenlos diese Schweinezyklen mitmachen muss. Also brauche ich dann alle 3 Monate eine neue Grafikkarte? Brauche ich alle 3 Monate? Aber das, da kommen wir wahrscheinlich zu der Sektion, wenn es von der Gamescom kommt. Das ist dann dein Teil. Da wirst du mir erklären können, warum ich alle 3 Monate eine schnellere Grafikkarte brauche. Kann ich dir auch nicht erklären, aber vielleicht kann man es mal diskutieren. Richtig. Ja. Ich weiß auch nicht genau, inwieweit Linux nicht auch irgendwie an welcher Stelle sozusagen der Übergang von begründeten Problemen zu politischen Problemen erfolgt, sag ich mal. Ja, und zu irgendwelchen Lobbying-Geschichten. Aber gut. Ich glaube, das Hauptproblem ist, die Leute vergleichen ihren Arbeitsplatz-PC mit ihrem Heim-PC. Bei dem Heim-PC kann man alles machen, da läuft alles, da bin ich Administrator. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Ja? Und auf dem anderen, der ist man als Benutzer irgendwie eingeschränkt und da funktioniert das nicht so, wie ich das will. Und ich kenne genauso viele Leute, die über Windows auf dem Arbeitsplatz fluchen und sich beschweren, dass da nichts läuft, wie über die Linux-Sachen. Und das ist einfach das Problem, dass man nicht hier in die Köpfe reinbekommt, dass ein gewisser Arbeitsplatz-PC mit Restriktionen zu tun hat. Was es auch noch zu bedenken gibt bei dem ganzen Thema ist natürlich, ist der Desktop als Konzept nicht irgendwie überhaupt ein Auslaufmodell, sag ich mal, weil wenn man mal guckt, ja auf der Statistik vorhin irgendwie 315 Millionen ausgelieferte Desktop- und Notebook-PCs, aber 900 Millionen alleine Android-Geräte. Also ich weiß nicht, ob wir nicht in 2-3 Jahren hier einfach überhaupt nicht mehr über PCs und sowas reden, sondern nur noch über Tablets und da finde ich, ist das Problem noch viel größer, weil das dann halt solche geschlossenen Systeme sind, wo man einfach standardmäßig einfach überhaupt nicht drankommt. Ja, also wo man irgendwie gar nicht mehr drüber redet, ist das jetzt ein Desktop-Problem oder so, sondern das ist dann solche, der Multipurpose PC sozusagen oder die Multipurpose-Maschine ist leider irgendwie ein Auslaufmodell. Ich könnte mir vorstellen, dass in 2, 3, 4 Jahren vielleicht nur noch Experten wie wir hier irgendwie sowas haben und alle anderen kaufen sich halt iPads. Ja. Du hattest eine Anmerkung. Bitte? Ja, das ist was auch, was ja so ein Twitter ist, ne? Also eigentlich auch so ein Single. Linux auf dem Desktop nicht funktioniert, das ist irre. Ja. Auf dem Chromebook läuft der Linux-Kern und legst du einen Chrome. Ja. Da oben war noch eine Anmerkung. Ja, wie gesagt, ich will nicht irgendwie, also ich bin mir nicht sicher, ob nicht irgendwann mal irgendjemand auf die Idee kommt, Fachapplikationen einfach auf Tablets zu bringen, zum Beispiel. Und dann hat vielleicht irgendwann, haben die vielleicht nur noch so Tablets auf dem Desktop, auf dem Schreibtisch. Ja. Ja, auch Ubuntu umgestellt. Mhm. War relativ zügig, wesentlich mehr. Ich hatte als
Ja gut, kommen wir dann zur nächsten Folie wieder zurück, weil wir gerade eben das 15-Minuten-Schild gesehen haben oder ich gesehen habe. Ich glaube nämlich, dass das Hauptproblem ist nicht das Betriebssystem wie der Linux-Kernel oder sowas. Kann man eben hier das Chromebook als Beispiel, dass das eben läuft. Das Hauptproblem sind eben die Anwendungsprogramme. Und was wir jetzt hier haben, ist mit dem Thunderbird eigentlich das einzige verbliebene E-Mail-Programm, was es für freie Software auf dem Desktop gibt. Evolution gibt es auch noch, aber und das ist ja sogar fertig. Ja. Na gut, aber Thunderbird ist auch fertig, wird ja auch nur noch gefixt sozusagen als Bugfixes, weil es gibt keine Weiterentwicklung mehr so richtig daran. Oh, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Moment. Aber die Bugfixes kommen zu langsam aus meiner Sicht bei Thunderbird aktuell. Also es gibt auch in Thunderbird massive, aus meiner Sicht, größere Probleme, die aber nicht durch Bugfixes gelöst werden können, sondern da, wo man ein bisschen tiefer eingreifen muss und die einfach nicht gelöst werden. Und ich kenne jetzt viele Leute, die benutzen unter Linux gar keinen Thunderbird oder ähnliche Software mehr, sondern die benutzen einfach Gmail im Browser. Ja? Ist aber so leider. Und also ich sag mal so, wenn man Gmail als Anwendung hätte, ist das auch gar nicht so blöd gemacht, sag ich mal. Ja, also das ist von der Usability her gar nicht so dumm, sag ich mal. Das hat halt andere Probleme. Also gehostet bei Google und irgendwie im Browser und Offline-Probleme und so Sachen, aber. So, ein sehr erfolgreiches Programm, wozu wir jetzt kommen, hat den Namen geändert. Kennt das einer? Weiß jemand, wie das vorher hieß? Ah, sehr gut. Kannst du mal ganz kurz erklären, warum die den Namen geändert haben oder was die damit bezwecken wollen? Ich glaube, also die offizielle Begründung ist, dass man XBMC nicht als Marke schützen kann. Mag sein, weiß ich nicht. Ja? Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, irgendwie ist auch total bescheuert, irgendwie XBMC, als kennt jeder, der sich damit irgendwie beschäftigt, mit Home-PCs auch außerhalb vom Open-Source-Bereich, dass man da den Namen ändert, vor allen Dingen in so einen bescheuerten Namen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber ja, gut, aber also da habe ich das, ja, aber andererseits ist XBMC mittlerweile auch so ein feststehender Begriff. Es gibt da auch tausend andere Sachen, wo ich sagen würde, ja, das hat irgendwie seine Wurzeln mal irgendwie bei der Xbox für das X, aber mein Gott, ich glaube, und damit hast du recht, weil das kam von dir, wenn man mal sich ein bisschen damit beschäftigt, mit auch der Hardware, die man dafür braucht oder sowas, es gibt unfassbar viele Leute, die XBMC für Geld anbieten. Ja, also es gibt wirklich richtig viele Leute, die vor allen Dingen aus Asien, die dann XBMC-Builds für Geld anbieten, weil es halt ein Commercial-Grade-Produkt ist, das man auch dem Endkunden gut verkaufen kann. Ja, also es ist etwas nicht so etwas wie, das kann ich jetzt nur einem technikaffinen Kunden verkaufen, sondern das verkauft man auch irgendwie dem Mann auf der Straße. Und die verkaufen halt Geräte mit XBMC drauf, die verkaufen XBMC-SD-Karten und für hier Raspberry Pi und so weiter. Und das ist halt natürlich schon ein Problem. Wenn man die Marke nicht schützen kann, kann man diese Leute halt nicht davon abbringen. Und vor allem, die verkaufen auch XBMC-Geräte, wo gar kein XBMC drin ist. Und dann wird es natürlich problematisch. Dann hat nämlich diese Community, die dahinter steht, gar keine Handhabe, dagegen vorzugehen. Und da ist es natürlich schon ganz gut, wenn man da die Markenrechte hat. Andere Software, die auch in der neuen Version rauskommt. Das hier ist ein Screenshot von welchem System? Und aus welchem Jahr? Ja, es ist CDE, aber darum geht's nicht. Das ist OpenVMS. Und dieser Screenshot ist tatsächlich aus der 2014er Version. Also das ist jetzt nicht irgendwie... Ja, ich hatte mal die Ehre, als Student VMS, also nicht OpenVMS, sondern das echte VMS von DEC, als Administrator zu betreiben. Und ich bin froh, dass ich dem Ganzen ohne geistige Schäden entkommen bin. Hat jemand mal mit VMS hier was gemacht? Einer? Da oben? Okay. Also, ich beschreibe mal mein erstes Zusammentreffen mit VMS. Ich war, das ist so ein, sieht so ein bisschen aus wie Unix. Ich war in dem Home-Verzeichnis des Benutzers und wollte ins Root der Festplatte wechseln und dachte so, wie geht das? Es geht tatsächlich durch den Befehl setDefault, eckige Klammer auf, 6 Nullen, eckige Klammer zu, Doppelpunkt Slash.
Aber dann ging erst die Challenge richtig los. Man musste nämlich, wenn man wieder zurück ins Home-Verzeichnis wollte, das war noch viel komplizierter. Das war also Eieiei. Ich glaube, das wird auch nur am Leben erhalten, weil es Fachapplikationen gibt, die drauf laufen. Im Automobilbereich wird das irgendwie noch viel eingesetzt. Also ich muss wirklich sagen, Mann. Ja, Opel oder so, die müssen irgendwie so ein kleines Haussanatorium haben, so direkt neben dem Kindergarten. Ja. Da sitzen dann die VMS-Administratoren drin und spielen mit den PHP-Entwicklern. Ein weiteres Ding, was in der neuen Version rauskam, gerade letzte Woche, Reiser FS. Soll ja ein Killer-Filesystem sein, habe ich gehört. Tja. Ja. So, und an Betracht der Zeit kommen wir jetzt zu dem Spiele-Sonderteil. Ja. Gamescom-Sonderbericht, Spiele unter Linux werden aktuell im Moment sehr, sehr populär. Also ich habe tatsächlich, muss ich gestehen, auf meinem Notebook auch noch eine kleine Windows-Partition, um mal gelegentlich mal ein bisschen was zu spielen. Ich habe aber echt jetzt drüber nachgedacht, ob ich das nicht einfach kicken soll. Und mittlerweile gibt es auf Steam über 600 Linux-Spiele. Ja, und das ist schon echt eindrucksvoll. Und das sind halt nicht gerade wie vor ein, zwei Jahren noch Indie-Games oder sowas, sondern auch wirklich die AAA-Publisher gehen jetzt wirklich dazu über, auch Linux zu supporten. Ich bin ehrlich gesagt über diese ganze Entwicklung sehr überrascht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das gut verkauft. Also ich glaube, dass auch da die Verkaufsanteile noch echt gering sind. Ich glaube, die setzen alle auf diese Steambox, die da jetzt rauskommen soll. Also die Valve will eine Heimkonsole auf PC-Basis rausbringen. Und ja, haben sie schon so halb, sag ich mal, es gibt den Steam-Controller noch nicht, es gibt einen eigenen Controller für und sowas. Und es gibt so die ersten Steam-Boxes, aber das sind noch nicht echte und sowas. Also ich würde mal sagen, es dauert einfach noch ein bisschen. Aber die wollen quasi der PlayStation und der Xbox Paroli bieten und eine PC-basierte Spielkonsole ins Wohnzimmer bringen. Und Gabe Newell als Valve-Chef und ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter findet Microsoft irgendwie scheiße. Und hat Linux auserkoren als Basis für dieses Betriebssystem, was sie da benutzen. Und ich glaube, die stecken im Wesentlichen auch dahinter, dass jetzt so viele Spiele auf Linux portiert werden, weil die einfach sich alle vorbereiten darauf, dass PC-Gaming im Wohnzimmer auf Basis von Linux ganz groß rauskommt. Ich glaube, da setzen die alle drauf. Und ich glaube, es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder das geht wirklich, funktioniert wirklich, und es gibt viele Leute, die diese Steamboxen dann an den Fernseher klemmen, so nächstes Jahr oder so. Oder das klappt einfach nicht und die verkaufen nichts davon, weil sie vielleicht zu teuer sind oder so. Und dann glaube ich, dass das hier auch in 2-3 Jahren nicht mehr so sein wird. Ja, also ich bin gespannt. Es gibt jetzt auch tatsächlich jetzt das nächste Civilization, kommt für Linux auch. Jetzt im Oktober oder November kommt das raus. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe schon Urlaub genommen. Ja. Und es sind ja schon einige Verbesserungen hier aus diesem ganzen Steam Sachen, Grafikkarten, Treiber und so weiter zurückgekommen. Muss man ja auch schon sehen. Also egal, wie das wird, es hat für eine Verbesserung des Status Quo gesorgt. Ja. Gut. Unsere... Wir haben es fast auf den Punkt geschafft. Ja, unsere Abschlussfolie ist... Wie jedes Jahr. Es sieht sehr sonnig auf dem Server aus und noch ein bisschen bewölkt auf dem Desktop, aber... Ich bin guter Dinge, dass auch da das Wetter besser wird. Und immer dran denken, die Cloud kommt. Eins haben wir noch. Bevor wir zur Party gehen, beziehungsweise wer irgendwie heute Abend ins Kino geht und Dr. Who guckt, dahin geht. ja, das musst du was erzählen. Ja, das ist ein auf Open-Source-Basis basierender Bierbrauautomat. Der Meshberry. Der hat eine Web-Oberfläche. Und ich habe das noch nicht ausprobiert, aber mich würde ja gerne mal interessieren, ob das dann richtig funktioniert, wenn man dann einfach sagt, ich hätte gerne da... Du hast das gemacht? Sehr gut. Und dann gibt es eine Waschmaschine. Ist also fast für eine größere Party. Aber funktioniert und fand ich eine witzige Idee, vor allem auch, wenn es jetzt hier sozusagen, Achtung, nächste Folie, Entschuldigung. Zur Party übergeht. Ja, Dankeschön fürs Zuhören. Wir haben es tatsächlich genau auf die Minute geschafft. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir sehen uns dann gleich auf der Party. Nein, wir sehen uns im Kino und wünschen euch noch einen tollen Frostcon. Und wer noch Lust hat, ein paar Fluchereien über JavaScript zu hören, morgen mache ich einen Vortrag über What the fuck JavaScript. Und würde mich freuen, da viele Leute zu begrüßen. Dankeschön.